Dann mache ich das auch gleich. So, du nimm dir jetzt eine Holzwand und setzt sie da hin. Ja, sehr schön. Das heißt, jetzt können wir dann Aufträge auch wieder machen. Das weg, das weg. Und... Jo. Wooden Hedge. 1, 2, 3, 4, 5. Bauen. Wooden Hedge. Oben drauf. Fertig. Tada, unser Haus. Kein schönes Haus, aber unser Haus. Das heißt, wir werden nicht weiter nach unten bauen können, wegen dem Ding da. Obwohl doch, es könnte genau hinhauen. Warte mal. Wir bauen hier ein Loch und legen den hier dort hin. Ich hoffe mal, das klappt. Sonst haben wir gleich ein Problem. Aber es hört sich nach Spinnen an. Ich denke nicht, dass die Spinnen so schnell da rauskommen. Und ich hätte gern wieder da Wände. Danke. So, was haben wir noch? Genau, Eisen brauchen wir dafür. Das können wir schnell bauen. Du bauen. Und wahrscheinlich auch gleich setzen. Sonst meckert er wieder. So, da ein Stück Gras ansetzen. So, dann zeig uns mal, was passiert, wenn man da reinbuddelt. Nix, weil er nicht zu Ende buddelt. Oh, das fehlen noch. Eine Axt, zwei Äxte. Machen wir mal drei, wir haben gleich neun Zwerg. Stone Axe. Eins, zwei, eins. Nein. Stone Axe. Eins, zwei, eins, zwei. 1, 2, 3. Equip. Nicht du. 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 Und fertig. Komm schon, schnapp die Hedgecover. Warum schnappst du dir gerade Dirt? Achso, dafür. Okay. So, also die Schnecke wird schon mal reinkommen. Aber das dürfte nicht so das Problem sein. Da sollst du gleich einen Dirt hinsetzen. Flupp. Und sie ist tot. Okay. Also es scheint einigermaßen gut zu gehen, den Bereich hier für uns auch noch in Beschlag zu nehmen. Also haben wir hier eine Etage, da eine Etage und dann ein, zwei Etagen oben drauf. Das da sollte bitte weg. Das kann geharvestet werden. Holz haben wir auch nicht mehr so viel. Und wir haben einen Hedgecover und er ist einigermaßen glücklich. Achso, nur ein Käfer. Okay. Craft. Meh. Wir brauchen Eisen. Holzhut. Wir brauchen Holz. Okay, ich sehe es ein. Wir brauchen Ressourcen. Du kannst da auch gleich wieder hin. So. Oh, es wird gleich dunkel. Ja, ist okay. Die Bäume kommen weg. Das komische Ding da unten kommt weg. Was macht ein Schaf in unserem Höhlensystem? Oh. Schnell zumachen. Momentan gehört das Spinnenreich nämlich auch zu unserem... Was? Zur Hölle? Warum gehen die Sternchen so weit hier runter? Okay, also wir können das Höhlensystem da unten auch später für uns annektieren. Das Totem reicht weit genug. Will ich nur nicht wirklich momentan. So. Schon haben wir es ein bisschen sicherer. Genau. Da sollte eine Mauer hin. Wooden Wall. Das heißt, die haben hier drei Felder, die sie überbrücken müssen. Das können sie nicht, das ist sicher. Das Ganze machen wir jetzt hier drüben auch nochmal. Aber nicht bei unserem Weizenwurzelding, sondern dahinter. Warte mal. Dirt. So, wir haben gleich einen Stufenanstieg. Können wir das irgendwie beschleunigen? Dich können wir noch nicht bauen. Dich können wir inzwischen bauen.
Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Ausrüsten. Hooch. Ja, wir haben Hut gebaut. Hooch. Hooch. Und das war's. Logger. Climber Archer Miner. Du kriegst auch mal das Archerbuch. Dann bist du jetzt nicht ein besserer Archer. Du kriegst das Loggerbuch. So. So, hier unten bauen wir erstmal nicht weiter. Das dauert zu lange. Wir hätten gerne erstmal so Mauern. Zumal eine Mauerreihe ja meistens auch nicht reicht. Und wir brauchen eigentlich noch ein richtiges Gebäude, ne? Ja, eigentlich schon. Ich teste mal ganz kurz was aus. Es wird nicht schön aussehen, aber es könnte funktionieren. Auch wenn wir nicht so viel Dirt haben, sehe ich gerade. Also müssen wir doch hier unten weiter buddeln. Allein für das Dirt. Und wir müssen nach da weiter buddeln für die Kohle und das Eisen. Und da kommt ein Zombie. Töte ihn. Genau, zu zweit drauf, zu dritt. Verlieren wir weniger Lebenspunkte und er schneller tot. Zack, 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 zack. Level up. Neuer Zwerg. Krieg gleich einen Begrüßungshut. Pickaxe, Axt, Knüppel. Sehr schön. Und ran an die Arbeit. Leiter. Leiter. Wir brauchen mehr Leitern, aber wir haben gerade nicht so viel Holz über. Und ich sehe auch kein Eisen. Ich sehe überall nur Kohle und hier, ich glaube, Silber. Das ist nicht so schön. Ja. Sieht silbrig aus. Oder Mithril sogar. Trotzdem brauchen wir stinknormales Eisen. Und du stirbst jetzt gleich mal. Wir können einfach in die Richtung hier weiter buddeln und hoffen, dass wir irgendwo Eisen finden. Aber ich weiß nicht, wie sicher das dann ist. Da ist noch ein anderes Metall. Dümmer. Oh, und unser Dirt, was auch immer, ist gleich hier fertig. Du musst weg. Oh, stimmt, Steine. Portal ist noch da. Okay. Ich werde aber gleich verschwinden. Ich mache sicher jetzt aber nochmal ein zweites Portal auf. So. Ihr seid alle fleißig im Hin- und Herlaufen. Sehr gut. Drei Dirt haben wir. Dann macht hier bitte mal zu. Das sieht aber echt schmarrn aus. Wie mache ich das besser? Ich hätte gern Raum wie hier. Aber dann müsste ich darüber jetzt noch eine ganze Reihe setzen. Ich kann nur keine Reihe setzen, weil die Zwerge da nicht ankommen. Oh doch, ich kann einfach mich rauf teleportieren. Ja, okay. Also da bitte und da bitte. Eine Wand setzen. Ich glaube, da müssen wir sowas setzen. Hey, du kommst hier doch. Was? Das ist nicht gut. Kann aus dem Wasser hinaus unsere Holzwand kaputt hauen. Aber wir sind ja gleich tot. Ja. Und das Teil hat sich automatisch repariert. Warum auch immer. Also was nicht kaputt geht, wird dann am nächsten Tag wieder heil. Ist auch komisch. Ein Buch zum Hunter werden. Ganz viel Mithril. Kohle kommt auch mit. So, da haben wir jetzt ein Dirt. Da haben wir ein Dirt. Da kommt ein Portal rauf. Damit hier ein Dirt gesetzt werden kann. Dann kommt da ein Portal rauf und wir bauen hier lang unsere Decke. Ach du gute Güte. Ja, das ist wahrscheinlich unnötig kompliziert.
Aber es müsste wenigstens gut aussehen und so. So, Craft. Complete a shelter. Task complete. Ah, okay. Task complete. Untergrundressource gefunden. Wir haben nur leider. Ja, es ist wirklich Mithril. Das beste Metall überhaupt für Zwerge. Und wir haben kein stinknormales Eisen. Einfaches Bett, das ist gut. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ein Bett. Ein Bett. Dahin. Also Jungs, wir brauchen da hinten ist Eisen. Jo, dann baut man ganz langen Tunnel. Könnten uns zwar auch hin teleportieren und runterbuddeln, aber nö, wir sind Zwerge. Wir machen einfach ganz lange Tunnel. Wir könnten aber hier mal ein Portal hinmachen. Das vereinfacht das Ganze doch ein wenig. Und wir könnten da noch eine Leiter hinstellen. Und da einen Dreckklumpen, damit wir hier nahe. Jo, Mist. Das sollte eigentlich weg. Jo. Und hier sollte die Leiter hin. Das da sollte weg. Remove Ladder. Da sollte Dirt hin. Damit alles so ein bisschen Struktur bekommt hier. Genau. Dann kommt da ein Dirt hin. Da ein Dirt hin. Da ein Dirt weg. Dann haben wir unsere Räume. So, buddeln, buddeln, buddeln. Buddeln, 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 buddeln. Buddeln, 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 buddeln. Goodie. Hier hinten noch ein Portal hin, damit die Ressourcen eingesammelt werden können. Und da oben ein Portal rauf, damit wir hier Dirt verlegen können. Und das da kann weg. Und hier können Dirtwände auch noch hin. Fertig. Schloss können wir nicht bauen. Slime Torch können wir nicht bauen. Workbench können wir nicht bauen. Und in 45 Minuten haben wir unsere erste Wave. Ja. Damit geht der Spaß TM los. Ja, wir kommen richtig gut voran. Neues Portal für schneller nach Hause und so. Da ist das Eisen. Gib ihm. So. Sehr, sehr schön. Jo, das klappt. Okay. Okay, Deko-Sachen halte ich zurück, Jürgen. Deko schön und gut. Hilft uns aber nicht, wenn wir angegriffen werden. Also sollten wir uns darauf konzentrieren, das Erz hier abzubauen, daraus Schlösser herzustellen, dann Türen herzustellen, damit wir hier Türen hinbauen können und damit wir im Forschungstree weiterkommen in Richtung hier Schloss, Nägel, Tür, Holzrüstung und Bucket und Rope. Also die beiden sind unsere nächsten Ziele. Was haben wir hier ganz links noch? Genau, die Schleimfackel für den Pott. Schleim kriegen wir, glaube ich, aus den Dingern. Bin ich mir nicht sicher. Und Knochen halt aus den Skeletten. Wir sollten hier noch eine Reihe bauen, fällt mir auf. Weil die werden durch eine Mauer recht schnell durchschlagen können. Ersetzen bitte. Ersetzen. Sieht albern aus. Mit dem Holz. So, Portale verschwinden. Neues Portal kommt. Das muss alles noch abgebaut werden. Wir brauchen Steine. Eisen ist da. Hinten ist noch mehr Eisen. Und da hinten funkelt Gold. Jo, jetzt müssen wir das Zeug nur noch nach Hause bekommen. Ich denke, wir haben noch nicht genug da. Nö, kein einziger Eisenbrocken ist bisher zu Hause.
weil die alle am Sammeln sind. Irgendwie habe ich das Gefühl, die laufen komisch. Wo kommst du raus? Da kommst du raus, okay. Da drauf. Stein ist da. Hier wollten wir auch noch Steine haben. Stein, Stein. Billstone, Billstone. Dirt Wall. Dirt Wall, Dirt Wall, Dirt Wall. Dann hätten wir da auch schon mal eine Absicherung, so eine leichte zumindest. Aber ja, ich denke, es wird Zeit für einen Cut. Wir haben jetzt noch 42 Minuten als Vorbereitung für die erste Welle. Aber wir sind diesmal wesentlich besser dran als vorher. Wir haben bisher keinen Zwerg verloren. Letztes Mal hatten wir zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, 2 Tote gehabt. Und wir hatten 3 Zwerge, die durchgehend am Schlafen waren. Irgendwie so. Ja. Und wir wissen, was wir machen müssen. Wir müssen mehr Wände bauen und im Forschungstree möglichst schnell Richtung Rüstung kommen. So, genau. Das muss weg, das muss weg. Und ja, müssen wir später machen. Bauen wir in die Richtung. So. Okay. Das heißt, kurz ins Menü gehen. Wirklich abspeichern kann ich ja nicht. Und wir sehen uns gleich wieder.